Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dead Space. So, dann wollen wir mal weitermachen. Was wir auch immer hier. Machen müssen. Was bedeutet was? Ich habe noch keine Ahnung. Das heißt, wir können das Ding hier um... Benutze Kinese und halte die... So. Platz mal weg. Den hat's gut weggesammelt. Wow. Okay. Wie kommen denn da jetzt auf einmal so viele? Können wir hier kaum zum Nachladen. So, hinter mir ist gerade nichts. Okay. Kommt noch mehr? Oder haben wir die Viecher jetzt besiegt? Weil es kostet mir ja die ganze Zeit Energie oder Leben. Jedenfalls wurde das so gesagt. So, Bot erwartet uns schon. Alle, wo wahrscheinlich passen. Jetzt muss der Händler einen drehen. Und zwar den hier. Dann lass dich drehen. Lässt er sich nicht drehen. Hängt er da an irgendwas fest? Sieht nämlich ganz so aus. Das heißt, ich brauche hier... Moment. Heißt, ich hätte von hier aus machen müssen. Mit F halten drehe ich die Dinger. So wird ein Schuh draus. So, den jetzt noch einmal drehen. Da müsste es passen. Okay, die Energie ist jetzt ausgerichtet. Sieht aus, als hätte sich ein weiterer Aktivierungsterminal geöffnet. Wir kriegen diese Maschine repariert, Carver. Okay. Das hoffe ich auch mal. So, ich werde jetzt aber erstmal gucken, dass wir hier uns wieder ein bisschen vollfüllen.
da hinten hat sich jetzt was geöffnet. Das heißt, ich komme jetzt hier von hier aus wieder zurück, oder was? Isaac, was machen Sie da? Ich beende etwas, das schon längst erledigt sein sollte. Hören Sie auf damit! Sie pushen mit Dingen herum, von denen Sie nichts verstehen! Das sagt ja der Richtige. Okay. Ja, und jetzt wieder nach unten fahren. Das heißt, wir haben demnächst dann auch wieder Danik als Gegner. Der wird uns seine restlichen Lakaien auch noch gegen uns schicken. Wäre dumm von ihnen, uns nicht aufzuhalten. Na, schauen wir mal. So. Die Audionachricht hatten wir ja schon. Die hat sich ja gleich mit abgespielt. Jetzt ist nur die Frage, durch die Aktivierung Gegner wieder... Okay, Sie haben die Stadt in eine Riesenbrezel verwandelt. Und jetzt? Wenn Serrano recht hat, sollte ich zum ersten Aktivierungspunkt zurückkehren können, um die letzte Einstellung vorzunehmen. Und was passiert dann? Ich arbeite auf Raumschiffen, nicht an Aliens. Nicht an Alien-Maschinen, stimmt. Ja, probieren Sie Ihr Glück, kam nicht mehr durch, das wollte er nicht mehr sagen. Okay, erstmal. Gut, ich komme einfach so durch. Kein Problem bis jetzt. Ja, ob das jetzt ein Problem wird, weiß ich noch nicht. Dinger bin ich auch gut losgeworden. Okay. Die Tür ist noch auf. Die Tür ist noch auf. Das hat sie einmal hier rum. Da liegt irgendwas. Alien-Artefakt. Persönliche Aufzeichnung Dr. Earl Serrano. Die Zeichnungen sind überall um mich herum. Ich weiß nicht, warum ich sie vorher nicht gesehen habe. Wo man hinsieht, sind Marker. Und die roten Marker ähneln den Kopien, die wir selbst zu Hause erschaffen haben. Das Markersignal reanimiert nicht nur die Toten, sondern bringt uns auch dazu, die Marker zu verbreiten. Und jetzt haben auch wir diese galaktischen Virus unwissentlich von Planet zu Planet weitergetragen. Die Entwicklung unserer Spezies diente nur dazu, eine Nahrungsquelle zu schaffen und die Mittel bereitzustellen, dass diese mondgroßen Wesen sie finden. Kein Wunder, dass die Bewohner von Tau Volantis den Opfertod wählten. Sie eliminierten sich selbst wie einen brandigen Körperteil und hofften so, die Infektion in ihrer Verbreitung bis zu uns aufzuhalten. So, einfach mal weiter durch. Ich traue solchen Gegnern nicht. Zumal wenn das Ding auch noch so komisch summt. Ist natürlich noch besser. Hört sich hier nicht schön an. Aber ganz locker bleiben, einfach weiter. Bis jetzt ist gar nichts los. Und hier vorne kommen wir gleich zu einer Werkbank. Das ist nicht der Weg, Isaac. Sie haben eine Zukunft, wir alle.
Lassen Sie mich in Ruhe, Danik. Sie können sie wiedersehen, Isaac. Jeden, den Sie jemals verloren haben. Es ist eine Zukunft, ohne etwas bedauern zu müssen. Ich bedauere nichts, Danik. So oder so wird das hier bald vorbei sein. Isaac! Okay, wir sollen da wieder zurück. Das heißt, ich gehe hier hinten erstmal zur Werkbank. Da ist auch unser kleiner Bot, der natürlich wieder nach Hause kommt. Sehr schön. So, Feuerrate, Schaden. Und drei Sucherbots sind zurückgekehrt. Das heißt, ich kriege auch wieder ein bisschen Altmetall zurück. Sehr gut. Ja, gelitten haben wir auf jeden Fall. Ein wenig. Ich würde sogar noch mehr Stase mitnehmen. Und ich muss jetzt, ob ich will oder nicht, nochmal Munitionsclips herstellen. So, machen wir erstmal bis 5000 runter. Sieht unsere Munition an und für sich wieder ganz gut aus. Ich mache sogar nochmal ein bisschen mehr. So, dass wir 200 haben. Sieht ganz okay aus. So, und dann würde ich jetzt nochmal kurz gucken hier. Ne, machen wir hier. Und den könnten wir eigentlich teilen. Nee. Nicht teilen, verkaufen. Da kriegen wir nochmal ein bisschen Altmetall. Und dann würde ich mal bei dir nochmal... nee, wo war das? War das nicht hier? Schienenbeschleuniger. Repetier würde weniger Schaden machen. Gerichtetes Schwebefeld. Produziert eine Maschinenpistole mit Salvenfeuer. Probieren wir mal die aus, weil die hatten wir noch gar nicht. So, und statt dem hier... Nee, dann muss ich das hier umändern. Brauchen wir nämlich ein neues Tool. Nee. Thermobrenner, welches Tool war denn das jetzt nochmal? Überwachungsladung, ne? So, und dann gucken wir mal hier. Da wird es nach oben gehen. Das wird Minen machen. Gerichtetes Schwebefeld. Er schafft einen Raketenwerfer. Okay. Machen wir mal einen Raketenwerfer draus. So, Clipgröße Säure, Butt lassen wir mal drauf und hier machen wir mal, nee, Zielfernrohr nicht, Schadensboost auch nicht. Erhöht den Radius der Explosion. So, Sicherheitsschutz drauf. Mal sehen, ob wir sie dann einfach zersprengen können, quasi. Deswegen würde ich mir jetzt gerne so eine Sprengwaffe basteln. Nachladen ist relativ hoch. Okay. Nachladen, nachladen, Schaden, nachladen, Schaden. Okay. Nachladen, Feuerrate. Mal brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich bräuchten wir hier mal Clip. Können wir auch Clip und nachladen. Machen wir mal so. Machen wir auch hier mal Clip und nachladen. So. Und dann machen wir hier jetzt nachladen und Schaden. So, das müsste jetzt rein theoretisch passen. Hoffe ich mal. Dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt so mit der neuen Modifikation jetzt ein bisschen besser braucht. Weil irgendwie so ein bisschen sprengwaffentechnisch wollte ich schon noch agieren. Das heißt, wir machen mal kurz ein paar Probeschüsse. Okay, der passt. Und damit können wir auch gut Bums machen. Das passt alles ganz gut.
Ja, Munition haben wir jetzt nicht viel verwendet. 100 Raketen gerade mal. Okay. Bin aber soweit zufrieden. Ja, komm. Dat, ich hatte jetzt überlegt, mache ich mir jetzt nochmal Stase mit da voll oder nicht? Eigentlich nicht. Gut. Wir sollen also fast bis zum Anfang zurück, wa? Keiner hier? Okay. Ich hoffe, das hat dir gemundet. Okay. Gibt's doch nicht. So. Noch welche? Hallo? Ich hoffe, wir haben jetzt mal einen Moment Ruhe. Ei, die Viecher gehen ja richtig ab. Gerade wenn davon mehrere kommen. Lass mich raten, jetzt durch die Raketen haben wir zwar guten Damage gemacht, aber auch, na, es geht. Es geht. Wir haben auch wieder ein bisschen was reingekriegt. Auch wenn es jetzt nicht allzu viel war. Gut. Frag mich nicht, wo die herkam. So, schnell. Schnell, bevor wieder so ein Vieh kommt. Okay. Geht's ja noch einfach durch. Das heißt, wir müssen das Ding jetzt andersrum konfigurieren, damit wir auch woanders hinkommen. Heilige Maria.
Meine Güte. Geht hier auf jeden Fall schon mal sehr gut ab. Die Viecher werden immer größer und halten noch mehr aus. Und jetzt habe ich schon Raketenwerfer mir zusammengebaut. Oh Mann. Das wird demnächst Minus geben. So, einmal zerstören wir das hier. Stase lassen wir und ich muss unbedingt wieder neue Clips bauen. Bin nur noch am Clip bauen. So. Aber bis jetzt passte das. Wie gesagt, haben wir jetzt endlich mal eine größere Waffe. Wobei ich am überlegen bin, den Sprengradius sogar noch mal hätte verarbeiten können. Das soll wir im Mitte, der bringt mir jetzt nicht so viel, nur für das Dings. Hm, mal schauen. So, jetzt soll ich das Ding so hinbiegen. Weil das eine haben wir und jetzt fehlt uns jetzt nur noch das hier. Das heißt, ich muss den auf die Mitte ziehen. Genauso wie dich. Und dich ziehen wir mal ganz nach oben. Genauso wie dich. Okay. Soweit, so gut. Zumal das ganze Ding dann extrem... Ich weiß, dass Sie glauben, das Richtige zu tun, aber Sie irren sich, Isaac. Sie müssen mich die Maschine abschalten lassen. Meine Verstärkung ist da. Mit einer großen Überraschung. Mit einer großen Überraschung. Okay. Und was ist deine große Überraschung? Ehrlich gesagt, ich will das nicht, doch nicht mehr wissen. Hier einen nach dem anderen in die Luft. Na, möchte noch einer? Okay, irgendwo da hinten liegt noch ein Starser-Ding. Also bis jetzt bin ich vom von den Raketen gut beeindruckt. Gut. Dann wollen wir mal weiter. Hops. Ellie? Isaac! Du lebst! Aber ich bin durch die Zuleitungsrohre geflüchtet, aber sie haben mich erwischt. Isaac, sie wollen dich abfangen bei... Ah, Finger weg von mir! Schnauze, Ketzerin! Aha. Ich habe den Codex, Danik. Wenn sie ihn haben wollen, müssen sie mich finden. Nein. Sie sind unterwegs zur Maschine. Und wenn sie da sind... werde ich schon auf sie warten. Das heißt, sie hat überlebt. Sie hat es geschafft zu überleben. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier trotzdem weitermachen. In der Hoffnung, dass wir Danik irgendwie aufhalten können. Gut, machen wir aber an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.